Die Paternosteraufzüge fahren wieder und damit ein Hallo hier aus dem Rathaus. Nachdem das Bundesarbeitsministerium das Fahren mit einem Personenumlaufaufzug, wie zum Beispiel ein Paternoster, verboten hatte, kam lauter Protest, unter anderem auch von Stuttgarts Bürgermeister Werner Wölfle. Und jetzt fahren die Paternoster wieder. Wie er das geschafft hat, hat er uns verraten. Zuerst dachte ich, es handelt sich um einen Aprilscherz. Das war ja um diese Zeit herum. Habe dann auch nachgeschaut in anderen Städten. Da habe ich dann tatsächlich gefunden, dass welche überlegen, Führerschein auszustellen. Ich habe es nicht ernst genommen. Wie haben Sie es geschafft, dass es gekippt wurde, das Verbot? Also durch viel Zuspruch aus der Bevölkerung, aus allen Städten kam ja Ähnliches. Und dann war es sicher auch dem Zusammenspiel zwischen Franz Untersteller und mir geschuldet, dass man sich da schnell verständigt hat. Und er konnte auf seiner Ebene über den Bundesrat diese Änderung dann herbeiführen. Und auch Baden-Württembergs Umweltminister Franz Untersteller ließ es sich nicht nehmen, die Wiedereröffnung zu feiern. Wobei das Einsteigen in den Paternoster noch nicht ganz reibungslos verlief. Es gibt so viele Situationen in unserem Alltagsleben, die gefährlicher sind als das Thema Paternoster. Und deswegen, ich habe durchaus Verständnis gehabt für die Kritik, die dann in der Öffentlichkeit auch aufgekommen ist. Und mein Haus ist ja zuständig für die Betriebssicherheit solcher Anlagen. Und uns ist es gelungen, in den Gesprächen mit dem Bundesarbeitsministerium dann dafür Sorge zu tragen, dass es durchaus wieder gelingen kann, diese Anlagen in Betrieb zu nehmen. Und darüber bin ich sehr, sehr froh. Ja, und nicht nur die Mitarbeiter im Rathaus freuen sich, dass der Paternoster jetzt wieder funktioniert. Es sind auch ziemlich viele Besucher heute hier ins Rathaus gekommen, um live zu erleben, wie der Paternoster wieder gestartet ist. Das ist ganz wichtig, dass er jetzt wieder läuft, weil die Entbehrungszeit war jetzt lange und hart. Und deshalb sind wir ganz froh, dass er jetzt wieder in Betrieb ist und wir jeden Tag wieder rauf und runter fahren können. Ich weiß halt noch, vor 40 Jahren bei der AOK in Stuttgart, da hat es auch so ein Paternoster gegeben, kann ich mich noch erinnern. Ich kann das gar nicht. Ich bin jetzt in dem Alter, also mit 66, und vor 2 Jahren habe ich das erste Mal erfahren, dass hier ein Paternoster ist. Was ist denn das? Ja, das ist ein Aufzug und so. Und habe mich auch getraut, hier reinzugehen. Okay. Und bin auch hin und her gefahren. Weil wir seit mehreren Jahren weit im Norden wohnen und haben das in der Zeitung gelesen. Und jetzt sind wir auf Heimatbesuch und freuen uns, dass das zeitlich so gut passt. Und jetzt sind wir gleich mal eine Runde gefahren. Überrascht, dass hier so viel los ist bei dem Auflauf hier? Nein, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Das war klar, dass da viele Leute kommen. Ich finde es schön, dass sich so viele darüber freuen. Wir wussten gar nicht, dass Wiedereröffnung ist. Wir sind einfach hergekommen und dann haben wir das gesehen. Seit dem heutigen Dienstag sind die 3 Paternoster im Stuttgarter Rathaus wieder im Einsatz. Und schon im Dezember soll die nächste Stuttgarter Sehenswürdigkeit dann wieder öffnen, der Stuttgarter Fernsehturm. So, und ich probiere das Ding jetzt gleich mal aus. Verabschiede mich, bis zum nächsten Mal. Das war dabei drauf, ihr Stuggi TV News.